Heyo und willkommen zu einer weiteren Runde DWD 1 Killer. Wir haben es geschafft, wir haben eine Lobby gefunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also entweder liegt es einfach daran, dass ich krass Rang 20 bin. Aber Diddy hat auch gezockt, Killer. Und er meinte, er hat innerhalb von ein paar Sekunden Lobby gefunden. Ich saß hier jetzt wieder. Warte, ich kann ja mal kurz gucken. Das Video ist bei 8 Minuten. Ich habe das Video, ich glaube, ich habe bei Minute 1 oder so angefangen. Das heißt, ich suche jetzt roundabout 6 bis 7 Minuten. Und ich hab Bock. Wir spielen wieder als Sniper. Ich habe ein bisschen gelevelt. Ich hatte ein paar Blood Points noch. Ich habe jetzt ein bisschen hier zumindest Sloppy Butcher noch auf Level 3. Gehard auf Level 3. Rune leider immer noch auf Level 1. Das hätte ich gerne auf Level 3. Ich glaube, das wäre ziemlich geil, das Neue. Finde ich nämlich geil als Killer. Das Alte war so okay. Aber das Neue gefällt mir richtig gut als Killer. Bin ich ehrlich. Vor allen Dingen auf den unteren Ring. Weißt du, wenn die Leute viel zu früh vor den Generatoren wegrennen, dann lohnt sich das richtig, weil... Ersetze zurück. Ich weiß nicht, wie es laufen würde. Personal Luck interessiert mich nicht. Der will sie wahrscheinlich einfach nur Truhen öffnen. Ich hoffe natürlich, dass es wieder zumindest ein 2K wird. Das ist so das Ziel, was ich mir setze. Alles drüber ist umso besser. Und ich hoffe natürlich, David hat mir übrigens geholfen. Gut, dass ich schon keine Ahnung, wie oft Killer gespielt habe. Aber David meinte dann so, wenn ich länger Linksklick gedrückt hätte, dann hole ich aus und schlage auch weiter. Das hätte mir sehr gut geholfen bei der letzten Runde. Jetzt weiß ich es aber dank David. Jetzt weiß ich es. Ich probiere es natürlich zu machen. Und wir probieren direkt mal hier für die Quickscopes zu gehen. Groning Storehouse, ich stehe direkt bei meinem Hextotem. Das Hextotem ist nicht wirklich versteckt, wenn ich echt bin. Wir gehen mal nach da hinten. Ganz unauffällig. Ich hoffe natürlich, die haben Angst. Da sind doch so Scratch Marks. Hier ist auch eine Tablette. Ich wollte gerade sagen, den habe ich gesehen. Okay, wo rennst du hin, Detective Fab? Du willst die Tablette spielen. Oder wo bist du? Ah, ne, da bist du. Ich weiß, dass mir das nichts bringt. Allerdings will ich einfach nur, dass er getroffen wird. Und sich menden muss, bevor er sich heilen kann. Und wir haben die Tablette hier. Ich glaube, das war mein Totem. Das ist so, den Detective Tab lassen wir jetzt auch direkt in Ruhe und gehen weiter. Beziehungsweise, ich glaube, der ist nach hinten gesprungen. Nein, mein Rune steht noch. Cool. Wir gehen auf jeden Fall mal nach hier hinten. Weil hier ist eben irgendwas hochgegangen. Ich finde die Map komisch aufgebaut, bin ich ja ehrlich. Ich muss sagen, dieses... Oha. Direkt schon Generator, völlig krass. Okay. Detective Tab, der ist immer noch irgendwie. Hier sind Scratch Marks, okay. Ah, da bist du doch. Guten Tag. Ja. Ja, bevor du hier probierst, die Tablette zu spielen, mach das einfach kaputt. Warte. Da war einer aus dem Schrank. Nein, oder im Schrank? Im Schrank. Guten Morgen. Ich hab das doch gehört. Du kriegst einen Ehrenplatz im Killer. Im Killer. Im Killer kriegst du. Platz in mir. Nein, im Keller. Dich habe ich nämlich gehört, Madame. Hier sind aber noch sehr viele Scratchmarks, oder? Ist das jetzt noch... Ja, Mädels, ich bin noch nicht mal weg gewesen. Oh. Ah, das wird jetzt interessant, was wir hier machen. So, du nimmst. Ah, oh, schade. Ja, es tut mir jetzt leid, Claudette. Aber da hat die Nia dich ein bisschen getrollt. Das war ein bisschen zu offensichtlich, dass sie dich da rein tot. Nee, Freundchen. Weißt du, Nia, ich will ja noch nicht mal unbedingt campen, aber du sorgst gerade dafür, dass ich hier campe. Das war das, was ich nicht machen sollte, ne? So. Ja, tut mir leid, die Nia hat dich da jetzt verraten.
So, egal, krieg ich einen Kill. Nia muss sich menden, das ist schön. Wir haben zwar schon 2 Generatoren. 3 Generatoren, ganz kritischer Hase. Allerdings habe ich einen Kill. Das ist jetzt natürlich nicht so eine schöne Runde, wie ich sie gern hätte. Weil ich hätte gern die Nia gehabt und nicht die Olle. Bin ich ja ehrlich. Hier ist keiner. Wenn die den da hinten machen, kann ich dafür sorgen, dass sie sich freegen. Das wäre super. Das wäre natürlich 10 vor 10 praktisch. Das heißt, wir spielen jetzt das, glaube ich, so, dass wir hier freegen. Oder die freegen. Oder wir finden einen. So, der hat sich geheilt oder der hatte Medkit mit. Wobei der steht auch relativ abseits. Wo sind die Survivor? Ich renne jetzt nicht nach dem zu dem da hinten. Das wird mich absolut. Einfach nur Zeit kosten. Ich sehe auch keine Scratchmarks, wenn ich echt bin. Das heißt, wir warten einfach auf die. Das ist natürlich nicht das interaktivste Gameplay. Bin ich ja ehrlich. Da ist wer. Da ist wer, den habe ich gesehen. Da bist du, Nia. Okay, zack. Schade, ich dachte, dass sie wolltet. Da ist auf jeden Fall noch die Claudette. Es war so klar. Es war so klar. Dass die da durchs Fenster will. Ja, Nia, weißt du... Oh. Den Hit nimmst du doch gerne mit. Ich meine, ich kann das jetzt hier auch... Ich kann auch alles einfach sluggen. Ja, wenn ihr hier nämlich hier rumspielt, dann... Zack, easy. Komm her. Und dann musst du dich nämlich auch noch menden. Plus Slappy Bascha. Lass ihn hier jetzt einfach mal frech liegen. Ist die Godpellet noch da? Die Godpellet ist noch da. Nee, nee, nee. Du kommst hier nämlich jetzt rein. Ah, guck mal. Die Nia wurde geholt. Das ist okay. Dafür kriege ich nämlich jetzt eine hier im Keller. Und mein Dingsbums ist immer noch da, mein Rune. Okay, da haben die jetzt gerade, da haben sie jetzt aber gerade ein bisschen getrollt. Die hätten mich, glaube ich, gefickt. Also ich bin ehrlich, hätten sie das so ein bisschen schlauer gespielt, hätten die mich hier nehmen können. So, wir gehen natürlich direkt wieder hier hin, weil, Überraschung, wo sollen sie sonst sein? Der Epic Slowwalled it is! Für die Godpille, also ich meine. Dass das gehittet hat, war frech. Ja, ich weiß was, ist die andere noch im Schrank oder ist sie jetzt rausgegangen? Ich glaube, sie ist rausgegangen. Wobei? Ah, ich wollte doch sagen. Du bist doch noch hier, von wegen rausgegangen. Haha. Ja, okay, irgendwie. Ist die Survivor trollen gerade komplett rein. So, du hängst jetzt auch zum zweiten Mal. Mal gucken, was der Detective Tepso in der Zeit getrieben hat. Feiertagstreffen. Cool. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Das seht ihr jetzt nicht. Warte, hier ist. Bist du in den Schrank gegangen? Yep. Du bist in den Schrank gegangen. Nice. Easy. Guck mal, im Keller ist noch ein Plätzchen frei. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll.
Das war eine sehr interessante Runde. Das war eine sehr, sehr, sehr interessante Runde, wenn ich das so sagen darf. Holy shit! Stirb! Es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, mit mir anzufangen. Peng! Er hat sich töten lassen. Nia, ich appreciate, dass du struggles, das gibt Blood Folks für dich. Ja, klar. Schöner Schrank, ist leider leer. Oh, das war jetzt irgendwie voll die Gurkenrunde. Ja, du kriegst die Hedge eh nicht mehr, so leid es mir tut. Ja. Ja, und weg bist du. Und in den Weg. Ich kann gar nicht so hochziehen. Tschuh. Ah. Ja, das war jetzt ein 4K, den ich auf einer Skala von 1 bis 7 nicht verdient habe. Da haben sie ein bisschen reingetragen. Ja, komm. Als Killer kannst du da mal GG schreiben. So, was waren das denn für Leute? Ist okay. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Ah, du schreibst GG zurück, das finde ich nett. So, wir machen auf jeden Fall Continue. Ich suche jetzt einfach direkt noch eine Lobby. Ich glaube, ich mache jetzt eine Doppelfolge draus. Ich meine, wir sind jetzt bei 11 Minuten. Muss ja lohnen. Wir sehen uns, nachdem das hier fertig ist. Weil ich brauche ewig, um ein Match zu finden. Ich stopp mal die Zeit. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben eine Lobby gefunden. Und eben habe ich auch eine Lobby gefunden. Das Game ist abgebrochen, weil irgendwer disconnected ist. Schwierig alles hier. Das heißt, ich bin jetzt bei 10 Minuten warten insgesamt. Wenn ich das andere, also das mit dem gefundenen Spiel, wo dann einer disconnected abzieht, dann sind wir bei 10 Minuten bei der Zeit. Super entspannt, wenn man abends eine Runde spielen will. Oder kurz denkt, Alter, ich muss gleich zur Arbeit. Noch vorher eine halbe Stunde Zeit, spiele ich noch eine Runde DBD. Erstmal 10 Minuten warten. Man kennt's. Wir haben zwei David Kings, einen Jake und eine Nia. Die Nia hat keinen Bock. Die Davids sind absolut dabei. Nicht nur im stylischen Outfit, das, wie heißt das? Hier im Partnerlook, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und beide eine Toolbox, beziehungsweise ein Medkit mit. Und der Jake denkt sich so: Alles klar, Chef. Ich bin gespannt, wie es wird. Die letzte Runde war ja absolutes Meme-Feuerwerk. Die haben ja komplett reingeschult, die Gegner. Alles klar. Die haben ein bisschen Bock. Was gibt denn das? Blood Points. Personal, ja gut, die wollen eine Waffe und der will auf irgendeine Map. Ich war aber nicht schnell genug im Lesen. Ah, guck mal, hold down the attacker interaction to perform a launch attack. Ja, ne. Oder bei Fight einfach David. Oder man fragt einfach David. Der weiß das nämlich, oder? Der sagt es einem auch einfach so, weil er die Videos guckt und sich schämt für mich. Der Fuck, wer denkt sich, Alter, ich mache jetzt einen Generator, damit der Generator laut ist, damit ich den anderen healen kann. Lampkin Lane. Oh, ich weiß nicht, wie die Map für mich wird. Die könnte für mich richtig schlecht sein, aber ich glaube, mein Rune steht da ziemlich gut. Wir gucken mal kurz einfach beim Rune vorbei. Das steht da nicht so gut, aber ich hoffe einfach, das ignoriert jeder. So, Dele. Hier höre ich doch was. Alles klar, Chef. Du hast einfach mal kurz ignoriert, welcher Killer ich bin. Oder hast es nicht gesehen und dachtest, Alter, ich mache jetzt mal kurz einen Generator. Oh, lol. Da hast du dich selbst getrollt und mich auch. Gut, danke, jetzt weiß ich aber, wo der Killer ist. Ja, moin. Ich weiß jetzt, wo der Killer ist. Guten Morgen. Nein, ich weiß, wo der Killer ist. Ich habe ihn gefunden. Ah, guck mal, da Gearhead. Da werden wir dann direkt als nächstes hingehen. Wir laden natürlich erstmal nach. Zack. Boah, in irgendwie also. Und wir gehen dahin. Never mind. Wir gehen trotzdem dahin. Weil die werden ja sehr wahrscheinlich irgendwie rausgehen. Och, da, einer der Davids. Wir gucken mal, oder wir gehen mal hinter ihm her. Zack, Baby. Nein, nein, nein. Ja, dann nehmen wir einfach die andere Seite vom Baum. Wenn du unbedingt da rechts lang willst. So, wie spielen wir das jetzt? Wie spielen wir das jetzt, Freundchen? Wie spielen wir das jetzt? Ich weiß leider nicht, wo hier Tabletten sind. Was?
Egal. Also, wie ich das gerade nicht getroffen habe, ist... Hab ich irgendwas... Nein, du hast das Hex übrigens nicht gesehen. Halt die Fresse. Wir tragen dich jetzt geradeaus rüber, damit du weit vom Hex bist. Ist der andere übrigens geholt worden? Der andere wurde geholt und wurde auch geheilt. Ja, hör mal auf so zu wackeln. Oh, das könnte knapp werden. Das fühlt sich so an, als hätte der dieses stärker wackeln. Aber ich hab's. Ja, ne, du hältst. So, wir laden nach. Und gehen nach hinten rechts. Der Generator da oben wurde nicht angepackt. Das ist eigentlich ganz gut. Ist eigentlich, am besten machen die den noch und rennen dann hier auf die Hälfte der Map. Weil, Alter, der Generator hat komplett zurückgesetzt. Das ist super. Der wurde geholt. Das ist okay. Hier sind Scratchmarks. Wir gucken uns die Scratchmarks an. Da, Jakey. Das tut mir jetzt natürlich leid. Aber ich glaube, du bist so weit weg, dass du nichts befürchten brauchst. Okay, wenn du einfach reintrollst, dann brauchst du natürlich ein bisschen. Ja, guck mal. Wo rennst du lang? Oh, du rennst links an. Okay, du hast die Tablette genommen. Ja, da hast du dich jetzt selbst outplayed, weil dieses Haus ist deine Sackgasse. So, keine Ahnung, was gerade hochgejagt wurde. Ist hier nicht ein Haken? Du bist doch direkt ein Haken. Nett. Ein Hex steht immer noch. Das freut mich. Wir machen die Tablette kaputt. Ich einfach... Weil ich keine Lust habe, dass die... Oh, denke ich ja schon, zum zweiten Mal. So, die müssten jetzt da hinten... Wo ist... Gear ist auf Cooldown, okay. Ich gehe aber davon aus, dass die hier hinten irgendwo sein werden. Der Generator ist immer noch nicht. Der macht auch nichts. Zumindest keine Geräusche, sagen wir es so. Das heißt, wir hören mal kurz. Nein, der macht auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt mal... schwungvoll hier lang. Aber der hat auch keine Geräusche. Aber die wurden jetzt geholt. Das tut mir jetzt eigentlich leid. Das ist jetzt so, schon so ein bisschen... Na, wobei ich mir weit genug weg bin. Ja, das hättest du eventuell nicht fastwalken sollen. Oder was auch immer du da gemacht hast. Ah, nein, die haben ein Hextotem kaputt gemacht. Ah, das ist okay, wenn die das jetzt kaputt gemacht haben. Wir gucken nur mal... Hier sind Scratchmarks. Ah, guten Morgen. Ich will die Nia. Gib mir die Nia. Ich habe keine Lust auf den Jakey. Oder beziehungsweise der Jakey hat schon genug abbekommen. Willst du die Tablette spielen? Stark, Mädel. So, du wolltest. Ah, sie wollte nicht. Dann mach ich sie kaputt. Okay, wir rennen den Nia weiter hinterher. Ich glaube, ich weiß nicht, wo sie langlaufen will. Allerdings, ich wollte gerade sagen, wenn die ins Haus will. Oh, hier, Kollege Schnürschuh. Da war übrigens einer am Haus, das weiß ich, das habe ich gesehen. Ich heb's so trotzdem einfach auf, in der Hoffnung, dass der keine Taschenlampe dabei hat und mich stunt. Wo ist denn dein Haken? Oh, du kriegst den, der sieht gut aus. Du nimmst den. Dup, zack. Und Gearhead, nice, lohnt sich, da hinten, da werden wir jetzt auch instant einfach hingehen. Ich weiß nicht, warum ich finde das komisch, mit Killern nicht Shift zu sprinten zu drücken. Also das so generell Charaktere mit nur einem... Ah, sie haben keinen Block mehr. Was ist denn hier los? Nee. Warum ist Gearhead hier gewesen? So, bist du oben lang? Bist du einfach gesprungen? Hast du Lust, auch nochmal deinen Generator zu machen? Bist du im Schrank? Nein. Wir lassen es einfach mal. Wir gucken einfach mal ein bisschen weiter. Weil das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir haben da jetzt gegengetreten. Wobei. Ah? Okay, der regressiert noch. Alles gut. Ne, du bist auf Null. Du wurdest gemacht. Oder wirst gemacht. Wurdest gemacht. Wir gehen mal nachgucken. Wir sind auf Scratchmarks. Ach, die Nia. Guten Morgen. Ich hatte jetzt keine Lust, gegen den Generator zu drehen. Da war noch übrigens wer. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen janky ist oder irgendwie anders. Okay, ich renne mal der Nia hinterher. Beziehungsweise, ich glaube, die Nia rennt hier wieder hoch. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Okay, du hast also... Nein! So. Du rennst mir, du wirfst mich die Tablette auf den Kopf. Wo bist du? Du bist hier raus.
Und wieder runter. Weißt du was? Dann lade ich einfach. Ich weiß, dass du da unten bist, Nia. Oh, schade. Du bist auf jeden Fall wieder hoch. Und mit den Scratchmarks komme ich ja noch nicht zurecht, bin ich ja ehrlich, ne? Ah, nach da. Ja, guck, das ist so eine Sache. Jag ich die jetzt? Ach komm, warum ich nicht? Oh, oder wir nehmen den da. Weil die Nia muss sich menden. Das war großzügig ausgeholt. Uiuiui. Jetzt aber. Ja, schon fast peinlich geworden hier, ne? Oder ist schon peinlich geworden? Ich hasse Scratchmarks. Können wir das mal kurz. Ah, du bist da lang. Ja, warte. Weißt du was? Ich lade jetzt erstmal ganz in Ruhe nach und renne dir dann hinterher. Da bist du nämlich. Ja, okay. Das ist nämlich zu lang. Ja. Das hat dein Kollege eben auch schon probiert. So. Und dein Kollege hat auch schon herausgefunden, dass da ein Haken ist. Oh, das war eventuell der dümmste Weg, den ich gehen könne. Hätte können. Aber egal. So, zack. Wir laden nach. Und gehen auf Suche. Ja, das ist jetzt so schade, dass sie schon das Hex-Rune gefunden haben. Ich glaube, das hätte mir. Ah, ich war doch gerade da. Komm, Jackie. Oh ja, läuft. Das war schlecht geschossen. Egal, dann kriegst du jetzt sowas mal. Sein ist jetzt eine Tablette, von der ich nichts weiß. Okay, oder du bodyblockst dich einfach selber mit der Laterne. Das ist natürlich auch eine Option. Ich glaube, der ist da. Ist der schon tot? Okay. Mach halt. Slowball noch offensichtlicher in mein Gesicht. Oh, okay, das war jetzt irgendwie Meme. So, irgendwer wurde. Irgendwas ist gerade hochgegangen. Kann ich mich schnell genug umdrehen? Ah, der Generator da oben. Das heißt, warte, wir laden jetzt unauffällig mal nach, dass der beim Nachladen echt langsam ist. Ich glaube, da muss ich. Ach, der ist tot. Das tut mir jetzt natürlich wirklich leid. So, wir gucken mal wirklich, was hier oben ist. Hier, ach, da ist ein Typ, der sich nicht bewegt. Wir wollten mal hinterher. Und wo bist du? Das ist zu. Ja, dann nehmen wir die andere Seite vom Baum. Habe ich kein Problem mit. Du darfst dir den Baum ruhig aussuchen. Links oder rechts? Ich bin frei. Ich richte mich da voll und ganz nach dir. Ich bin ein entgegenkommender Killer. So. Wir hängen dich auch direkt hier auf. Zack. Du hängst auch schon zum zweiten Mal. Nett. Die Generatoren sind jetzt leider ein bisschen kacke für mich verteilt. So, an dem da unten wird nicht gearbeitet. Wir gehen aber an dem in der Ecke. Sehe ich das von hier, wenn er dran gearbeitet? Das würde ich sehen. Ich glaube, ich trete da oben einfach mal gegen. Einfach weil, warum nicht? Ich meine, ich kann's ja. Wäre natürlich besser, hätte ich jetzt Pop aus der Wiese. Aber das wird eigentlich kein Thema sein. So, der regressed. Ach, guck mal! Ah, nächsten Generator gemacht. Das ist jetzt natürlich kritisch. Wir haben noch 3 Survivor. Und ich habe aber das Gefühl, die wollen jetzt den einen holen gehen. Da waren Scratchmarks. Oder sind Scratchmarks? Ich weiß leider nicht, wie lange die bleiben. Ah, ja, den habe ich gesehen. Warte, den habe ich gehört. Ja, ich kann auch hauen, ob du es glaubst oder nicht. Laufen jetzt, läufst du jetzt wieder die Gerade da lang? Das Spiel hatten wir doch schon mit der Geraden. Für mich soll es nicht stören. So, das heißt. Hallo. Komm mal ran hier. So, der Haken. Das ist nämlich genau die gleiche Distanz. Das weiß ich, dass das klappt. Das heißt, er hat jetzt irgendein krasses Perk gehabt. Stimmt so Decisive oder so, aber das hat David King nicht. Ich weiß gar nicht, wer Decisive so standardgemäß dabei hat. Ich glaube, du hängst auch zum. Du hängst zum zweiten Mal? Ja, du hängst zum zweiten Mal. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt. Gucken. Ich guck einfach mal. Nur Kontrolle, weil, wenn der weiß, dass das sein.
Okay, du gesetzt zurück. Das ist super. Brauche ich noch Generatoren? Ich habe da unten noch den Generator und da hinten in der Ecke. Das ist kacke. Der wird aber nicht gemacht. Ah! Guten Morgen! Schade, wäre jetzt lustig gewesen, hätte ich ihn direkt getroffen. Ja, T-Bag mich, damit der andere deinen Freund holen kann. Das ist okay. Ich weiß, es sind hier noch Tabletten oder so. Den Hit gebe ich dir mit. Lass mich hier rüber. Das Schöne ist, ich kann beim Fallen nachladen. Das ist jetzt echt super. Okay, wo bist du? Hier, Kollege Schnürschuh. Das war knapper, als du, glaube ich, dachtest. Möchtest du die nächste... Spielen wir die nächste Pellet? Ah, schade. Ja. Mach kaputt. Ich gehe. Das. Schade, wäre jetzt lustig gewesen. Kann ich sie dazu bringen, nochmal zu warten? Ja. Nia! Oh, schade, ich dachte, sie geht in die Tür rein. Die hat Safe Call Balance Landing dabei, ne? Boah, ich will ja eigentlich gar nicht so hinterher rennen. Ich glaube, da verschwende ich viel zu viel Zeit. Vor allem, wenn ich nicht meine Fähigkeit habe, warte. Da sehe ich aber einen David rumlaufen, der zum Generator will. Der gefällt mir viel besser, wenn ich ehrlich bin. Lass doch mal den Generator hier. Das ist doch ein One-Man-Gen. Wo bist du denn? Bist du gesprungen? Ja, du bist gesprungen, okay. Ich habe eh nichts zu tun. So, wir treten einfach dagegen. Da ist doch einer. Wie weit ist der Generator? Ah, noch, da fehlt noch gut was. Also so 25%, ich probiere es einfach mal. Ja, das ist ein Kackspot. Also, ich glaube, den wirst du auf Dauer verlieren. Oh, ja, also. Das ist jetzt so ein Spiel, was ich nicht verstehe. Ja, pack den Generator an. Pack auch, weil er hätte noch anpacken können. Hat er? Da kann ich dann nämlich nochmal dagegen treten und verlieren noch mehr. Und dass du den einen geholt hast, bringt dir auch nichts. Dass ich den Generator Dings konnte, hat mir viel mehr gebracht. Weil. Da ist nämlich der nächste down. Nice. So, komm. Zack, dich nehme ich auch direkt und hänge dich direkt auf. Wo ist denn hier ein Haken? Guck mal, direkt am Generator ist ein Haken für dich. Nur für dich. Der freut sich richtig, dass du da bist. Und die Nia hat den Generator nochmal angepackt. Das heißt, ich kann dann nochmal gegentreten. Das heißt, nochmal Damage. Free Damage für den Generator. So, ist die Nia komplett weggelaufen? Ich glaube ja. Oh ja, die ist richtig weit da hinten. Oh, das sind beide. Okay, ja, dann ich wollte gerade überlegen, ob ich zu dem Generator im Haus gehe, den Einzelgenerator. Und dann gucke. So, hier sind Scratchmarks. Wo führen die denn hin? Die führen nach hier. Ich bin, was diese Scratchmarks angeht, total schlecht. Also, no shit, die wollte zum Generator. Es ist, aber sie macht es auch immer noch, also sie macht es halt wieder, ne? Es hat einmal geklappt und beim zweiten Mal macht es als eiskalt nochmal. Ah, da ist ein Fenster. Du denkst, wenn du es wolltest, bist du safe. Jetzt zieh dich ein bisschen weg vom Fenster, tut mir leid.
Weißt du, in der Zeit lade ich einfach nach und jetzt kannst du machen, was du willst. Du kriegst es nicht hin. Dann kannst du mich nämlich nicht mehr loopen. Du Olle. Komm her. Okay, wo ist die Hedge? Hat jemand die Hedge gesehen? Die ist doch gerne mal hier auf der Hauptstraße. Auch wenn ich sie dem letzten gönne. Ich glaube, die hängt jetzt auch. Nein, die hängt nur zum zweiten Mal. Okay, cool. Ich guck mal eventuell, ob die Hedge hier auf der Hauptstraße spawnt. Das wäre nämlich gut zu wissen. Oh Leute, die hat sie umgebracht? Oh. Okay, dann steht der Typ sehr wahrscheinlich auf der Hedge. Wenn sie sich umbringt, dann weiß der andere Typ, wo die Hedge ist. Dann mach ich noch die Tablette kaputt, krieg ein paar Punkte. Und der andere wird jetzt die Hedge haben. Ja, ich wusste es. Es war klar, dass der die Hedge hat. Sonst hätte sie nie im Leben umbringen lassen. Ist aber okay. Also, ohne Witz, 3K gegen die. Also, die erste Runde war ja komplett rumgemimt. Die zweite, die war jetzt absolut fein. Ich hatte vergessen zu gucken. Ich wollte hier auf Content, ich wollte gucken, was für ein Rang die sind. Scheiße. Egal. Das war eine bessere Runde. Jetzt haben wir auch eine ordentliche Folgenlänge erreicht, Kappa Kepo. Auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut da rein.